die Herre gut, die Bauere schlecht. Wir sind die Bauere ohne Recht. Ich begrüße Sie im zweiten Geschoss des Bauernkriegshauses in Nussdorf in der sogenannten Pfarrer-Liemann-Stube. Sie wollen sich ja über den Bauernkrieg informieren. Wir wollen Ihnen aber auch ein bisschen was mitteilen über Pfarrer, die in den letzten zwei Jahrhunderten in Nussdorf gewirkt haben und haben Ihnen deswegen einen Raum gewidmet, der nach Pfarrer-Liemann benannt ist, den wir hier der hier im 19. Jahrhundert für 30 Jahre Pfarrer war und der einer der bedeutendsten Historiker der Pfalz in dieser Zeit war. Von ihm haben wir sehr viele Originale, die Sie hier in den verschiedenen Vitrinen sehen können. Er war ein bekannter Burgenforscher, deswegen spricht man auch von Burgenlehmann. Und er war der Erste, der die Geschichte der Pfälzer Burgen aufgearbeitet hat. Ja, der zweite Pfarrer, dem wir hier gedenken, ist der Pfarrer Heinrich Bouquet, der nach dem Zweiten Weltkrieg und russischer Kriegsgefangenschaft 1956 nach Landau kam. Er war sehr lange in Gefangenschaft, einer der letzten, der zurückkam. Und er hat während seiner Gefangenschaft mit diesem aus einer russischen Granate getreten Abendmahlkelch, seinen Mitgefangenen das Abendmahl gereicht. Und der letzte Pfarrer, an den wir hier erinnern, ist Gerhard Postel. Postel ist Pfarrer gewesen in den 70er, 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts hier in Nussdorf. Auf ihn geht auch die Initiative zu diesem Museum zurück. Und er ist vor allem bekannt geworden als Vogelfreund und der sogenannte Storchenpfarrer. Meine Vorstandskollegen werden Ihnen jetzt zeigen, was Sie in den anderen Räumen des Museums vorfinden können. Besuchen Sie uns, dann können Sie den ersten Eindruck, den Sie jetzt bekommen haben, in unseren Räumen mit unseren Exponaten vertiefen. Wir befinden uns hier im ersten Raum des Bauernkriegsmuseums. Hier wird die Situation der Bauern vor dem Bauernkrieg 1525 gezeigt. Wir sehen hier drei Tafeln zum Beispiel, die informieren über das Lehnswesen, die Dreifelderwirtschaft und den bäuerlichen Alltag, der durch Armut gekennzeichnet war. So sehen wir hier in der Glasvitrine originale Keramikgefäße und Holzgeschirr aus der frühen Neuzeit.
Die Bauern benutzten vor allem Holzgeschirr, die sie selbst herstellten. Tongefäße stammten nicht mehr von den Bauern vor Ort, sondern kamen aus Töpfereien in den Städten. Das ist die Buntschuhfahne. Auf dieser Fahne ist der sogenannte Buntschuh abgebildet. Die Bauern benutzten ihn schon Mitte des 15. Jahrhunderts als Symbol ihrer Protestbewegung gegen ihre prekäre Lage. Der Buntschuh war ein grauer Schnürschuh aus Leinen, den die Bauern bewusst im Gegensatz zum Reiterstiefel der Ritter trugen. In dem Raum ist der Pelzische Bauernkrieg aufgebaut. Der hat gedauert vom April bis Juni 1525. Dort steht der typische Bauer vom Nussdorfer Haufen. Die Bauern haben meistens einen Dreschflegel und einen Sens gehabt. Unser Nussdorfer hat eine Lanz und einen kurzen Dolch, um sich zu wehren. An der Wand haben wir Tafeln mit Berichten vom Krieg. In dem Raum ist die Schlacht von Federsheim aufgebaut. Vom 23. Juni 1525. Mitte drin die Pelzer Bauartillerie. Dort dabei war der Nussdorfer Haufe und da waren auch Nussdorfer dabei. Auf der rechten Seite das Fußvolk vom Kurfürst von Trier und von hinten sind die kölnischen Reiter gekommen, die haben praktisch die Bauernkrieger umgangen. Und somit war die Schlacht entschieden. Hier im Dorfmuseum sind wesentliche Stationen der Ortsgeschichte dokumentiert. Da sind vor allem zu nennen die Römerzeit, die Hexenverfolgungen und die Französische Revolution. Um 200 nach Christus gehörte das Gebiet zur römischen Provinz Obergermanien. Die Römer brachten den Weinanbau in die Region und pflanzten die Nussbäume. Um 500 verdrängten die Franken die Alemannen aus der Gegend. Nussdorf gilt als fränkische Gründung aus der Zeit um 700. Erstmals schriftlich erwähnt wird es im Jahr 802. Im Mittelalter war unser Dorf im Kloster- und Adelsbesitz. Von 1508 bis 1790 gehörte es zur Stadt Landau. Das Minerva-Relief zeigt, dass Nussdorf in der Spätantike zum römischen Imperium gehörte. Minerva war zusammen mit Jupiter und Juno eine der drei Hauptgottheiten Roms. Ein weiteres Minerva-Relief ist auf dem Viergötterstein an der Pfarrkirche erhalten. Der Viergötterstein war einst Teil einer Jupiter-Gigantensäule, vermutlich auf dem Gelände eines römischen Landguts. An der Säule wurde um Wetter- und Erntesegen gebeten und es wurden landwirtschaftliche Dankesopfer dargebracht. Das Hexendenkmal wurde 2014 errichtet, in Erinnerung an die 10 Nussdorfer Opfer, 9 Frauen und 1 Mann, die in den Jahren 1584 bis 1588 auf dem Landauer Scheiterhaufen verbrannten. Ausgangspunkt der Verfolgungswelle in Nussdorf war offenbar ein schwelender Nachbarschaftsstreit. Der Konflikt führte zur ersten Anklage im Dorf. Der Ankläger ließ auf eigene Kosten einen auf Hexerei spezialisierten Scharfrichter nach Landau kommen. Unter der Folter benannte das erste Opfer Barbara Wamschkanz 5 weitere Personen, die ebenfalls auf dem Scheiterhaufen endeten. In Nussdorf sind noch einige Haustafeln erhalten. Diese Haustafeln aus der Zeit der Französischen Revolution sind eine echte Besonderheit in der Pfalz. Sie zeigen die Namen der Hausabbauer und die Jahreszahl der Erbauung nach dem Revolutionskalender. Das Jahr 1792 wurde dabei zum Jahr 1 der Französischen Republik. So heißt es beispielsweise auf einer Inschrift, erbaut im 12. Jahr der Französischen Republik, alten Stils 1804. Nussdorf gehörte von 1680 bis 1814 zu Frankreich. Schön, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns im Museum wieder. Gäste, wenn Sie nach dem Museumsbesuch noch etwas Zeit und Lust mitgebracht haben, so lade ich Sie ein,
aber zu einem Rundgang über unseren historischen Dorfrundweg. Wie der gestaltet ist, zeigen wir Ihnen jetzt am Beispiel unseres Hexendenkmals in der Lindenbergstraße. In der Lindenbergstraße steht das Hexendenkmal zur Erinnerung an die Nussdorfer Opfer der Hexenverfolgungen in den Jahren 1584 bis 1588. Das Denkmal erinnert ein bisschen an den Turm, in dem die angeklagten Menschen gefangen gehalten und gefoltert wurden. Neben dem Denkmal ist eine der Tafeln unseres historischen Ortsrundgangs, auf dem sich weitere Informationen zu dieser Station befinden. Die Herren gut, die Bauern schlecht. Wir sind die Bauern ohne Recht. Heißt, bringt von Bottenheim tausend.